Winterausstellung auf Schloss Vogtsberg wird vorbereitet. Pünktlich zum ersten Advent, zur Eröffnung der Sonderexpedition Engel, himmlische Botschafter, sind zurzeit noch die letzten Arbeiten in den Ausstellungsräumen des Oelsnitzer Schlosses im Gange. Während am Samstag um 16 Uhr die traditionelle Mettenschicht mit dem Florian-Geyer-Ensemble stattfindet, wird die Winterausstellung ab Sonntag, dem 30. November bis zum 22. Februar 2015 geöffnet sein. Was die Besucher erwartet, weiß Jan Windisch vom Team des Museums. Wir haben insgesamt ca. 450 Exponate von unterschiedlichsten Leihgebern da, teilweise Exponate, die zum ersten Mal zur Ausstellung kommen. Wir beginnen beim religiösen Teil der Enge mit einer Originalnachbau der Bundeslade und mit einer sozusagen der ersten Engelsdarstellungen bis hin dann durch die Jahrhunderte, bis hinein eigentlich in die heutige Zeit, wo man gerade heute ja die berühmten Sammelfiguren auch findet im Volkskunstbereich von Engeln. Und immer geht es eigentlich entlang des Pfads sozusagen durch die Wolken. So haben sich auch dieses Jahr die Mitarbeiter des Museums auf Schloss Vogtsberg wieder eine besondere Weihnachtsausstellung einfallen lassen, die sicher ein Anziehungspunkt für viele Besucher werden wird.